Liebe Wölfe-Fans, ich freue mich, euch mitteilen zu können, dass ich meinen Vertrag bis 2025 verlängert habe. Auf eine erfolgreiche Zeit und hoffentlich bald im Stadion. Euer Yannick. Und mit diesen geilen Neuigkeiten von Yannick Gerhardt herzlich willkommen zur neuen Weekly Wolves vor dem Spiel gegen den SC Freiburg. Und wusstet ihr eigentlich, dass Riedle Baku so ein abartiges Kopfballungeheuer ist? Der Junge hat ja fast Renato Steffen da Konkurrenz gemacht. Wahnsinn, Wahnsinnshütte, und diese Hütte schauen wir uns nochmal an, unterlegt mit unseren Jungs vom Wölferradio. Zum Glück, der Aksawa setzt danach und kann dann die Kugel sicher machen, und so haben wir jetzt die Möglichkeit, mal ein bisschen Tempo nach vorne aufzunehmen. Da ist Paulo Ottavio auf dem Weg nach vorne, Wout Weghorst spielt da mit Yannick Gerhardt, der legt ab auf Renato Steffen, der bringt den Ball an Langpfosten, als Baku, Tor! Das gibt's ja wohl nicht. Super rausgespieltes Tor. Und am Ende ist es Riedle Baku, der völlig blank steht am langen Pfosten. Sehr schön. Super, das Ding einnetzt, ein Nick da und keine Chance für Radetzky im Tor. Ja, da haben wir ihn doch. Da haben wir ihn doch, den Treffer. Die Führung des VfL Wolfsburg unwahrscheinlich effektiv. Eigentlich erst mit der zweiten Chance im Spiel. Und wieder ist Renato Steffen beteiligt. Diesmal versucht das aber nicht selber, sondern spielt den Ball, flankt ihn. Und auch am kommenden Wochenende sind die Jungs vom Wölferadio wieder am Start für euch. Unterstützt dieses Mal von unserer Clublegende Roy Präger. Schaltet also am Sonntag ein. Und jetzt blicken wir gemeinsam einmal auf unseren Gegner, den SC Freiburg. Seit der 1:3 Heimniederlage am 8. Spieltag gegen Mainz verlor der SC nur noch ein Bundesligaspiel. Am 16. Spieltag unterlag man beim FC Bayern knapp mit 1:2. Von den vergangenen 8 Partien wurden 6 gewonnen. In diesem Zeitraum sind die Breisgauer sogar das erfolgreichste Team der Bundesliga. 27 Punkte nach 18 Spieltagen sind die zweitbeste Ausbeute der Streich-Ära. Mehr waren es nur in der vergangenen Saison, da waren es 29 Punkte. Ja, Freiburg ist einfach ein ganz solide Mannschaft, wie du sagst. Auch natürlich haben die auch ein bisschen eine schwierige Phase gehabt dann so einige Zeit zurück. Aber ja, sicher natürlich die letzte Zeit wieder mit sehr vielen Spielern, die gewinnen. Und es ist einfach eine Mannschaft, die sehr kompakt spielt und wirklich als eine Mannschaft auftritt. So, ja, das wird ein schöner Kampf wieder sein. Hast natürlich auch das Spiel gesehen in Freiburg, weil das natürlich auch für uns eigentlich ein schwieriges Spiel war. Haben da eigentlich einen Punkt dann auch mitgenommen. So ja, das wird alles nützlich sein, aber ich denke, wenn wir hier ja, zu Hause spielen und natürlich auch sicher, wie erfolgreich wir hier sind diese Saison, und ja, wir spielen einfach sehr gut, sind natürlich jetzt auf eine sehr gute Phase selber, und ja, es ist einfach an uns jetzt, um unser eigenes Spiel durchzusehen. Ja, das habe ich auch öfter gesagt, aber wenn wir das über 90 Minuten machen, dann gewinnen wir auf dem Freiburg. Auch bei unseren Frauen hat sich mal wieder ein bisschen was getan. An dieser Stelle sagen wir erst einmal nochmal vielen Dank, liebe Jay, und viel Erfolg für deine letzten 5 Monate im VfL-Dress. Und auch in Sachen Neuzugängen gibt es Neuigkeiten vom Elsterweg. Offensivspielerin Tabea Wasmuth wechselt im Sommer von der TSG 1899 Hoffenheim zu den VfL-Frauen. Die Nationalspielerin unterschreibt bis 2024. Einen Abgang gab es auch bei unseren Männern, zumindest bis Sommer. William schließt sich dem FC Schalke 04 an. Der Brasilianer wird bis Saisonende an unseren nächsten Gegner im DFB-Pokal ausgeliehen. Und DFB-Pokal, das ist ein gutes Thema. Da geht es schließlich nächste Woche schon rund am Mittwoch in der Volkswagen Arena. Und einer aus unserem Kader freut sich besonders auf das Wiedersehen mit unserem Brasilianer Willi. Ja, na gut, das war natürlich das Erste, wo er direkt darüber gesprochen hat. Und ich komme zu dir und ich gebe dir Ellbogen. Und ja, nein, Willi ist ein super Junge, ein super Kerl. Und für ihn ist es ein super Schritt jetzt. Und hoffentlich kann er da viel spielen. Und ja, ist natürlich ja, geil. Und das macht natürlich Spaß, dass du dann so bald aufeinander wieder triffst. So, ja, nein, das wird ein schönes Wiedersehen sein. Aber ja, am Ende auch egal. Und DFB-Pokal müssen wir weit kommen. Das ist absolut ein Ziel von uns, glaube ich. Und ja, wenn jetzt die Bayern auch raus sind, ist da wirklich alles möglich. So, das ist eine tolle Möglichkeit. Und eins hätte ich fast vergessen, und zwar das Wichtigste. Wir sind 40.000 Abonnenten. Unglaubliche Zahl. Herzlichen Dank an euch alle da draußen für die Treue und dass ihr auf Abonnieren geklickt habt. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann holt es jetzt nach. Dann haben wir bald die 50.000 im Sack.
Ich sage an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund und munter, auf einen Sieg im DFB-Pokal und zuvor in der Bundesliga gegen den SC Freiburg. Schreibt gerne in die Kommentare eure Tipps. Bis bald, euer Felix.